Ja, Leute, und willkommen zurück zu Days Gone. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, Freunde. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir kehren zum Bike zurück. So. Hast du mit ihm geredet? Mit Boozer? Ja. Ja, ich sagte, dass es dir gut geht und mir gut geht. Und dass ich mich beeilen muss, weil wir noch irgendwie über den Pass müssen, bevor das Wetter umschlägt. Was meinst du? Ich weiß nicht. Das sieht nicht gut aus. Aber es ist einen Versuch wert, also versuchen wir es. Ja. Alles okay? Hey, willst du nicht kommen und was essen? Ja, eine Sekunde. All meine Sachen sind klatschnass. Mir wird nie wieder warm. Ja. Willst du jetzt was essen oder? Ja? Ja, okay. Ja. Gott, ich hab nicht mal Hunger. Ja, ich auch nicht. Ist dir kalt hier? Komm her, komm her.
jemand, den ich mal kannte. Zum Beispiel freigeschaltet. Eine Fernlenkbombe. Cool. Noch was. Ein Design. Cool. Was gibt's? Was ist los mit dir? Fahre zum Funkturm am Applegate Peak. Okay. Okay. Dann fahren wir mal dahin, Freunde. St. John, kommen. Hier spricht Corporal St. John. Was gibt's, Captain? Ich brauche Sie im Hauptquartier. Sofort. Treffpunkt Krankenstation. Die Krankenstation? Was ist los? Es gab einen Vorfall. Ich bin unterwegs. Was zum Teufel? Lieutenant Whittaker, hörst du mich? Verdammt. Sarah, kommen! Sarah? Verdammt! Was war das jetzt gerade eben? Triff dich mit dem Doc? Nee, wir machen hier die Nebensache zum Funkturm am Applegate Peak. Ja. Korean St. John, kommen. Ich habe noch einen Job für Sie. Kommen Sie zum Diamond Lake Außenposten. Verstanden, Captain. St. John, Ende. Rede mit Curry. Okay. Scheiße. Scheiß Kreischer, ey. Zitat: Die Kooperation zwischen Nordamerika, Westeuropa und Japan fördern wir. Ja, und gefördert haben wir es. Sie haben die Orte ausgewählt, an denen es losging. Aber irgendwer hat Amerika betrogen. Glaub nicht, dass die Vereinten Nationen ungeschoren davon kommen. Sie haben Terroristenstaaten jahrelang ein Mitspracherecht. Alter! Wollte mich verarschen, das scheiß Wölfe. Platz im Sicherheitsrat. Komm her, ey! Nero hatte sicher die Hände im Spiel, aber ich bräuchte Fuck, ey. Wer weiß, Corp, vielleicht hast du ja sogar mal recht. Aber wenn du wüsstest, an was die in Cloverdale arbeiten, direkt vor deiner scheiß Haustür, dann würdest du einen Herzinfarkt kriegen. Ja, das kann ich verkaufen. Ey! Ja! Scheiß ernste, scheiß verfickten Wölfe, ey. Corporal St. John, kommen Sie zum Hauptquartier. Colonel Garrett. Ja, Sir, ich bin gleich da. Corporal St. John, Ende. Was will denn jetzt der Colonel von mir? Ein Plünderer-Camp. Nein. Ich will zum Funkturm fahren. Lasst mich zum Funkturm fahren. Verdammt, Mensch. Brecher! Oh Scheiße, was zum Teufel ist denn hier passiert? Ich sollte mich mal umsehen. Lasst mich doch zum Verfickten.
Tom-Tom fahren. Das Fleisch nehmen wir mit. Kurz mal das Spike repariert und jetzt geht's weiter. Noch ein Signal. Oh. Cool. Ja, ein Neuro-Injektor. Ausdauer wieder. Wow, wow, das haut ganz schön rein. Hey, sind Sie morgen Dienst? Hab noch nicht nachgesehen. Sie? Ich bin 4 Tage am Stück eingekalt. Dürfen Sie das eigentlich? Sie es gesagt? Dürfen Sie es wohl auch. Wir haben eine Menge zu tun, wenig Zeit. Ja, das weiß ich, aber scheiße, Doc. Ich meine, wir nehmen uns echt hart an. Ein Haufen mordender Arschlöcher. Ich darf keinen entkommen lassen. Räume das Hinterhalt, Camp. Okay. Weg. Zack. 15 Leute töten. Okay, alles klar. Wie sollen die nur herkommen? Hey, komm mal raus! Komm raus, wir können reden gehen! Zack, wird nicht mehr. Lauf ruhig weg! Ich trotz! Verreck! Wie von euch geht's hier eigentlich? Sieht euch zurück! Ey, du Sau, du! Kommst du einfach von hinten? Zack! Zack! Zwei Stück noch, komm! Der Bunker. Okay. So, einer noch. Scheiß Sniper-Schütze. Das war der letzte. Ihr werdet hier keine weiteren Hinterhalte mehr legen. Ich frage mich, ob sie hier irgendwo einen Bunker haben. Ich wette darauf. Da ist er. Durch die Lücke. Deacon? Klettert nicht nach unten. Willst du mich verarschen? Kletter doch nach unten, Deacon.
fuck? Jetzt auf einmal. Willst du mich verarschen? Eine Karte. Sieht aus, als hätten sie ziemlich viel markiert. Was denn? Hallo? Ein neuer Fertigkeitspunkt. Ja, das nehmen wir. Okay. Hier nach oben klettern. Oh, da ist ein Kreischer. Noch mal kurz nach unten und den erledigen. Jetzt nach oben. Ich hoffe, das ist hoch genug. Boozer, hier ist Deacon, kommen. Lost Lake Camp, irgendjemand da? Deke, bist du das? Ich kann dich kaum hören, die Verbindung ist schlecht. Wo bist du? Crater Lake, ob du es glaubst oder nicht. Schön, dich mal wieder zu hören, Bruder. Ich dachte, dass du vielleicht schon auf dem Rückweg bist. Nein, Boozer, noch nicht. Es ist ziemlich kompliziert. Hör zu, ich wollte eigentlich nur mal hören, wie es so läuft bei dir. Gut, Dick, alles bestens. Du errätst nie, wen der alte Mann zum Sicherheitschef ernannt hat. Was, dich? Ja, ganz genau. Hat wohl gedacht, dass ich mit nur einem Arm auch nur halb so viele Probleme mache. Okay, ja, wie gesagt, ich wollte nur mal hören. Schön von dir zu hören, Bruder. Ja, mein Freund. Okay, Freunde. Krass, wie viel das jetzt aufgedeckt hat. Hier die Nester. Neuer Nero-Kontrollpunkt. Eine Forschungsanlage, dann hier die Nester. Oh ne. Nur hier unten. Okay. So. Okay. Hm.
Das ist erledigt. Jetzt würde ich sagen, wir werden jetzt erstmal mit Curie reden. Dann werden wir zum Colonel gehen, mit ihm reden. Und ja, dann haben wir dann ja zwei Nebensachen dann. Und mit dem Doc treffen wir uns dann übernächste Folge, Freunde. Also, ja, okay. Jetzt erstmal hier Schnellreise machen. Er gehört zu Curie. Aufmachen. Eins, zwei! Eins, zwei! Corporal? Eins, zwei! Immer im Takt! Ja, ja, Sir! Ja, Sir, Sergeant! Oh, nee. Erstmal, wir reden erstmal mit Curie. Und dann das Spike auftanken. Corporal! Deacon! Gut. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Es klang dringend, Sir. Ist es auch. Es gab wieder eine Geiselnahme. Oh, Geiselnahme. Oh, scheiße. Anscheinend hat es jeder Blödmann in der Gegend auf uns bzw. die Miliz abgesehen. Das scheint mir auch so. Seinen letzten Standort finden Sie auf der Karte. Er ist noch ein Kind. St. John. Private Ross. Ethan. Er sollte eine Gruppe Plünderer aufspüren und war dem wohl nicht gewachsen. Private Ross. Kenne ich nicht, aber ich hole ihn da raus, Captain. Viel Glück, St. John. Wegtreten. Okay, alles klar. Los, los, los! Das dann aber erst beim nächsten Mal, Freunde. Das ist da. Okay. Jetzt. Schnellreise nach Wizard Island und mit dem Colonel reden. Los, macht auf! Colonel, Sie wollten mich sehen? Corporal, ja, wollte ich. Captain Curie sagte, Sie waren bei den Plünderern in der Gegend äußerst hilfreich. Ich tue nur meine Pflicht, Sir. Eine verdächtige Gruppe Drifter wurde auf dem Highway 97 gesichtet. Sie kamen über den Thielson Pass. Wir dachten, der sei unpassierbar. Unsere Patrouille berichtet, dass auf ihrer Stirn die Buchstaben RIP eingebrannt sind. Haben Sie davon schon mal was gehört? Nein, Sir. Klingt wie ein weiterer Kult, wie diese Anarchisten. Vielleicht. Wie dem auch sei, spüren Sie sie auf und kümmern Sie sich um sie. Wir haben genug Probleme. Ich kann keinen weiteren Kult in der Gegend brauchen. Nein, Sir. Noch so einen verrückten Kult braucht echt keiner. Sie finden Ihren letzten Standort auf der Karte. Wegtreten, Corporal. Okay, alles klar.
Das ist also hier unten, okay. Okay. Dann haben wir das in der nächsten Folge. Das Ripper Camp ausfindig machen. Und das Plünderergebiet ausfindig machen. Und in der übernächsten Folge dann mit dem Doc treffen. Okay, alles klar. Das war's erstmal. So. Jetzt noch Bike auftanken. Corporal St. John. Schön, und dich zu sehen, Mann. Hey, Sergeant. Okay. So. Wir sehen uns, Corporal St. John. Munition auffüllen. Deke, befehlshabender Korporal. Sarge, so. Schön, dich zu sehen. So. Und die Tasche auffüllen. Na, eine bessere Waffe gibt's nicht. Doch die. Ach komm. Du bestehst nur auf deine Waffenrechte, stimmt's? Was soll's? Ja, okay. Bis dann, Korb. Snipergewehr, oder? Ach Scheiße. Kannst du nicht mal ausprobieren. Egal. Corporal St. John. Sergeant, was macht das Leben? So. Alles klar. Corporal St. John, pass gut auf dich okay, auf. Freunde. Corporal St. John. Hey, Sergeant. Dann würde ich sagen, wie geht's? War's das jetzt fürs erste mit Days Gone? Wir haben dann beim nächsten Mal zwei Nebensachen. Das Ripper Camp ausfindig machen. Und das Plünderer-Camp ausfindig machen. Ja. Freunde. Dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal fürs erste mit Days Gone. Wenn euch die neue Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo. Und dann würde ich sagen, Freunde, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Zockerboy, Game over. Ciao. Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und den Kanal abonnieren, Freunde. Tut es, damit ihr nichts mehr verpasst. Und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja. Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.